hier ist heute wieder euer Bricket13 aus dem schönen Allgäu. Und Brickpapa. Und heute mal wieder mit einem Gaming-Video. Und zwar seht ihr es jetzt vielleicht. Nein, ihr habt es wahrscheinlich noch nicht gesehen, aber ich und Brickpapa haben FIFA 23 geschenkt bekommen. Und werden es heute spielen. Ja, und heute spielen wir VfB Stuttgart gegen Bochum. Das erste Bundesligaspiel. Mal gucken, wie es ausgeht. Ja. Brickpapa spielt Bochum. Genau, das erste Spiel für den VfB der Saison. Und ich würde sagen, wir gehen dann gleich los, aber wir gucken uns hier noch die schönen Aufstellungen an. Kurz, hätte ich sagen. Und dann geht's gleich los. Ja, heute können wir über Bayern gegen Leipzig reden. Ja. Das war eher ein Griff ins Klo für die Münchner. Ja, das war eine derbe Niederlage. 3-0 gegen Leipzig im Supercup-Finale. Tut schon weh. Und das trotz Harry Kane. Genau, aber der ist auch spät gekommen, muss man dazu sagen. Und Tell hat einige Großchancen verdient. Aber ich würde sagen, es geht los. Ja, Silas, der ein Traumtor geschossen hat im DFB-Pokal. Genau, muss man auch sagen. VfB hat 4-0 gegen Balingen im Pokal gewonnen. Puh, gerettet. Ja, und Stöger. Genau, ich bin weiß, Brickpower blau und wir spielen von links nach rechts. Oh, gut. Und Brickpower führt. Nicht. Glanzparade von Bredlow. Apropos Torwart beim VfB, hat ja jetzt Nübel die Position übernommen als Torwart beim VfB. Genau. Ja. Abgeblockt. Dann hoffen wir heute mal auf ein spannendes Match. Das wird bestimmt spannend. Wie ist denn dein Tipp jetzt fürs echte Bundesligaspiel? Was meinst du? Puh, du. 3-2 wie letztes Jahr VfB oder 3-1? Oh. Gut geklärt von Danilo. Ja, was wollte ich jetzt gerade eigentlich sagen? Dein Tipp? Ja, habe ich ja. Was ist dein Tipp? 3-1 VfB, ja. 4-1 wäre ich sogar, wenn sie gut drauf sind. Ja, gegen Balingen, ich finde, hätten sie ein bisschen mehr noch bringen können. Von Toren her. Wow, also wunderbar. Sie haben einige Chancen liegen lassen, muss man dazu sagen. Habe ich im Nachhinein gehört. Hast du den Rückpass gesehen? Ja, aber ich habe das Spiel nicht angeguckt und ich habe gehört, sie haben wohl einige Großchancen vergeben. Ja. Und deswegen denke ich, hätten sie ein bisschen mehr bringen können. Ja, apropos Pokal. An alle Bremer-Fans, tut mir jetzt sehr leid. Werder ist gegen den Drittligist aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. 4-3, glaube ich. Ja. Was? Oh, Milo. Also 15. Minute 0-0. Wer liegt da auf dem Rasen rum? Gyrassi. Oh, Gyrassi hoffentlich nicht verletzt. Das wäre ein herber Rückschlag. Ich glaube, er ist wieder aufgestanden. Oh, Gyrassi, Verletzung. Hast du das Glück, Papa? Ich fürchte nicht. Doch, natürlich. Mit meiner berühmten Grätsche. Ja. Genau dieses Video wird davor kommen, aber ich habe, das kann ich jetzt schon mal ankündigen, jetzt angefangen mit meinem Minecraft-Projekt und davon habe ich jetzt schon 2 Videos aufgenommen. Und Videos apropos, ich habe ja versprochen, dass ein Video mit meinem Onkel und mit meinem Cousin kommen wird. Das hat leider nicht geklappt, da hätten wir ein bisschen sehr viel verpiepsen müssen. Ja. Da hätten wir eigentlich alles verpiepsen müssen. Ja, wir hätten das ganze Video mit Musik hinterlegen müssen. Das wäre eigentlich eine Idee, das ganze Video mit Musik zu hinterlegen. Nee, ja. Dann weiß man nicht, wer wir sind, weiß man nicht, wer wen spielt. Nee, das wäre nicht gut. Wobei man das Intro ja drin lassen könnte und den Rest mit Musik belegen. Ja, nee. Aber ja, wir haben auch teilweise unsere Namen gesagt und so, also... Ja, können wir nicht verwenden. Nee, leider nicht. Vielleicht wird irgendwann
trotzdem mal eins mit ihm. Komm. Das werden wir dann sehen. Also, ich versag nur zum Glück, wir haben überlegt. Oh, nice. Mein bester Fernschuss ever. Nein, ich will jetzt die Casino nicht auswechseln. Also ich war froh, dass wir keinen Livestream gemacht haben. Wir haben kurz überlegt, einen zu machen, aber das wäre nicht gewesen. Nee. Ja, ich sag euch kurz, ich erzähle euch trotzdem mal kurz die lustigen Namen, die wir uns für sie ausgedacht haben. Also der eine war ganz witzig. Mein Cousin sollte einfach Bricket 12 heißen. Was war das gerade für ein Einwurf? Naja. Und mein Onkel Peter Pan. Ja. Also auf der PlayStation. Oh, Fehlpass. Mhm. Oh, Fehlpass. Also Bochum macht Druck. Hoffentlich wird das am Samstag nicht so sein. Also ich finde die Anfangsphase bei uns richtig spannend. Ich würde mir wünschen, dass die aus so einem echten Spiel ist. Ich würde mir wünschen, der VfB führt nach 5 Minuten 8:0. Da hätte ich mal keinen Nerven flattern. Das wird es nicht geben. Da bin ich zuversichtlich. Au, die schießt mal eigentlich richtig gute Fernschüsse. Och Mann, den hast du jetzt schon wieder verletzt. Ei, wer liegt denn da? Ich hab's gerade am Gesicht nicht erkannt. Nee, ach, Haraguchi hast du verletzt. Zwei Spieler hast du heute schon verletzt. Und Ding scheint sich auch nicht zu erholen, die Rassi, weil man den immer noch auswechselt. Da würde ich sagen, Doppelwechsel. Oh je, Haraguchi muss ins Krankenhaus. Oh je, er hat sich richtig verletzt. Oh nee, da war aber Wagnumann. Nein, der ist eher... Oder Karasor. Ja, Karasor kommt. Und dann... Wir lassen mal die Rassi noch kurz drin. Vielleicht läuft er den Schmerz raus. Wir bleiben natürlich so in Bochum. Läuft gut. Als Aufsteiger, oder Bochum? Nee? Nee, die waren im Löschen. Ja, waren im Löschen. Und zum Job. Und haben sich dann gerettet, indem sie 3-0 gegen Leverkusen gewonnen. Ja, gut, hier habe ich schon ausgewechselt. Ich weiß, dass der verletzt ist. Ja, bisher sehr ausgeglichenes Spiel. Oh, das war wieder wunderbar. Das war wunderbar, ja. Ich kann jetzt übrigens auch solche Tricks. Ich habe sie gelernt. Aha. Hä? Abseits. Oh. Okay. Oh Mann, Gerassi scheint sich nicht zu erholen. Ich lasse ihn mal noch ganz kurz drin. Ist nur zu meinem Vorteil. Ja. Und die nächste Grätsche. Mit Grätschen. Oh, der ist schon wieder heute verletzt, oder? Nee, der saß gerade, aber hat sich beschwert. Ich habe gedacht, er ist auch verletzt. Heieieiei. Oh, was war denn das? Wie kriegt man denn diese Superschüsse hin? Ich weiß ja auch nicht mehr. Also ich habe schon beides probiert, wie es gegangen wäre. Ich habe es irgendwie nicht hingekriegt. Das funktioniert, glaube ich, auch nicht immer. Also wenn ihr wisst, wie Powerschüsse gehen, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Geht ja nicht. Ich meine in den Shorts, wenn ihr dazu Lust habt. Was eigentlich schade ist. Wir können ja mal gucken, ob wir es irgendwie hinkriegen, dass es geht. Wir machen schon immer, wir stellen automatisch bei jedem Videos und bei jedem Shorts alle Kommentare zulassen ein. Bei den Shorts, weil da meine Stimme nicht dabei ist. Oh, das war ein schöner Schuss. Geht's auch komplett? Und gelb, was? Kriegst noch gelb, Hofmann. Ja, die Gassier holt sich nicht, Thomas kommt. Steht auch wenn der noch gegangen VfB? Ist. Nee, ne? Ja, er und Koulibaly sind gegangen. Na. Ja, den habe ich. Thomas. Der neu eingewechselte Thiago Thomas. Nein! Schön, oh nein, ich habe den falschen Knopf. Ich wollte Tricks machen. Nein. Kack. So gehen Tricks. Und so. Schade. Und so. Und. Und so ging Hammer-Tricks. Ja, mega Grätsche. Boah, zum Glück nur gelb. Für. Keine Ahnung, wen Anton. Stöger schlänzt ihn rein. Ah! Nein! Gleich schon Halbzeit in einer Minute. 0-0 zur Pause, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich auch nicht. Aber ich würde sagen, weil das ja ein Bundesligaspiel ist, wenn es 0-0 zum Abpfiff steht, dann steht es 0-0 zum Abpfiff. Ja, das stimmt, aber Elfmeterballern könnte man trotzdem spaßeshalber machen. Ja, das macht man dann trotzdem spaßeshalber. Wir werden es als 0-0. Aber ich werde noch 3-4 Tore schießen. Ja. Das wollen wir sehen.
Mengen rufen Foul. B. Abseits, hä? Ach, da vorne war es schon abseits und jetzt pfeift das ab. Okay. Ach, Schiri. Schöne Grätsche. Oh, Pfeiffer wechselt eventuell. Wohin? St. Pauli, habe ich vorher gelesen. Echt? Ja. Dann sind wir St. Pauli-Fan. Nee, ganz sicher nicht, doch nicht. Ja, wahrscheinlich die Brick Twins. Ja. Zumindest von Brick Twin 2 ist Pfeiffer der Lieblingsspieler. Ja. Brick Twin 1 ist mehr so der Lewandowski-Fan. Ja. Jawohl, das war die. Aha. Ja. Und Mbappé wechselt vermutlich zu Al-Hilal oder wie das heißt. Nein, Neymar hat jetzt wohl gewechselt. Wohin? Ja, der war bei PSG nicht mehr willkommen. Ja, auch nach irgendwie. Ja, irgendwie die schade, die ganzen Topstars wechseln gerade in der arabische Liga und boah, so. Boah, ich will unbedingt ein Fernschusstor mal. Ich will halt nur Fernschuss oder Eckballtore schießen. Ja, aber ich finde schon, das ist komisch. So viele Topstars aus Europa wechseln jetzt nach in die Wüste und so. Ja. Und Mbappé würde halt bei Al-Hilal 700 Millionen im Jahr verdienen. Irre. 700 ich will ja Fernschüsse, halt. Hä? Warum denn? Wir haben doch nicht, wir sind doch nicht in Hausregeln und nur Kopf und nur Fernschüsse zählen. Nee, da hast mich gestern geprankt. Nee, das war Kopfbälle und Rollies haben dann nur gezählt. Da habe ich dich geprankt, ja. Erzähl mal, wie ich dich dann geprankt habe. Gott sei Dank kommt der Torwart raus. Ja, aber erzähl mal, wie ich dich da geprankt habe. Ja, ich habe Tore, ein Tor geschossen und dann war nur Kopfball und Fernschüsse. Nee, Kopfball und Rollies. Aber es hat, ja, ich habe mit Absicht wollte ich, dass er das, dass Brick Papa das erste Tor schießt, dass der Prank auch wirklich klappt, weil wenn ich das erste Tor geschossen hätte, dann hätte der Prank nicht richtig geklappt. Aber so hat er geklappt. Jonas Sosa. Spielt den Öffner und pass auf Thomas! Oh, der ach, verliert den. Gut geklärt. Wunderbar, öffnender Pass auf den linken Flügel. Und holz mich um, dann hast gelb-rot. Ja, wunderbar, aber stopp, wir wollen ja Fernschusstore machen. Oh mein Glück, Papa ist heute. Du könntest jetzt schon ein paar Tore haben, wenn du nicht so Fernschussfanat hast. Boah, okay. Der war aber gut. Das war ein cooler Ball. Ja, aber er war stark geschossen. Reto hat ihn aber gehalten. Ah. Ja, der gut. Nein, oder? Jetzt ist nicht Bredo verletzt. Nee. Nein, ich habe keinen Ersatztorwart drin. Ohne Spaß. Ich habe kein doch Gelb-Rot. Herr Gelb-Rot, Hoffmann, ja. Hat sich mein Tricksen doch gelohnt. Jetzt hätte ich normale Tore versuchen. Papa. Ich meine Brick Papa, sorry. Jetzt hätte ich normale Tore versuchen, Brick Papa. Ja, mache ich. Fernschusstore. Nein, normale Tore. Von da. Nee, ich will ja nur Fernschusstore machen. Dann macht's halt Führig das öffnende Tor, nix oder Thomas? Führig, nichts macht Thomas. Das wäre Ende gewesen, aber egal. Oh, soll ich Julias? Nein, Julias. Du willst eh wechseln. Endo Einschuss, Amt, Wit, Adjai, keine Ahnung, 5. Meine. Abseits, oder? Boah, hatte ich Glück, dass da jemand den Pfosten so nah war, sonst wäre es abseits bei der Ecke gewesen. Aber jetzt kommt der Konter. Vor allem der Konter. Jawohl. Nein. Bam! Der Konter für mich, ja. Boah, war das schön, war das schön, war das schön. Aber der Tor war das da. Schlechter Pass. Und jetzt auf den Flügel. Zu Sosa auf den linken Flügel, Fehlpass. Und der bringt die Flanke wunderbar aus. Keine Ahnung, wer, glaubt, Ito hat den Ball verpasst. Nee, nicht Ito, Thomas. Boah, das war wieder gut. Ja, weil. Ups. Das war Anton. Juhu, ah. Ja, oh, endlich. Ich hätte es nicht mit nur Fernschüssen probieren. Das ist nicht gut. Schön. Ja, das
Oh Gott, doch, schon 80. 79. jetzt 80. Wow. Wir halten bisher das 0-0 hier. Mhm. Ich hoffe, das wird nicht beim VfB so sein. Ja, wobei, wäre schon cool, wenn sie dann in der Nachspielzeit wieder das 1-0 machen und gewinnen. Das wäre cool, aber ich hoffe ja, dass das früher sich entscheidet. Jetzt aber. Ja, und... Ich habe gedacht, du wolltest Fernschüsse, das war ganz knapp, glaube ich, im Strafraum. Nein, das war auch noch Fernschüsse. Nee. Und jetzt kommt der Eckball. Und nachher gleich kommt Koulibaly. Wunderschöner Eckball. Guck dir den an, Träumchen. So Träumchen. Batz. Und Batz. Ja. Ach, Schiri, das war nix. Nee, gar nichts. Schon? Oh Gott, jetzt bin ich hier VfB und mache in der Nachspielzeit hier die Führung. Ich habe gerade Nachspielzeit hier gesagt, Entschuldigung, ich wollte Nachspielzeit sagen. Nein! Mhm. Brick Papa Zoom, der ist ganz gechillt. Mhm. Beste Grätsche. Ich wäre gerade am Ball gekommen, das wäre das Tor gewesen. Naja, geh mal selber ballern, würde ich sagen, oder? Geh mal selber ballern. So, stopp, ich mache jetzt selber ballern. Oder soll man aber Elfmeter machen? Nee. Mach mal normales Elfmeterschießen. Bei mir muss natürlich als erstes der Torwart schießen. Bei mir natürlich auch. Silas darf nicht als letztes, Silas kommt als sechstes. Achso, nee, Endo muss viel früher. Endo muss viel. Nee, Anton, Endo, wann schießt Endo? Dritter. Ach komm. Ich habe beim Roten gedrückt, das war. Ja, 1-0, Bochum. Tomat, mach! Ja. Was? Rausgefischt. Ey, schon wieder falsch. Sehen nicht den gefischt. Du brauchst nur 3 Elferschützen, schau. Den halte ich jetzt und dann treffe ich. Nix da. Gott, ich glaube, ich muss treffen. Ja, ja. Ich muss treffen. Milo. Oh komm. Nein, ich habe verloren. Ja, das war's dann für heute. Brick Papa hat gewonnen. Im Elferballern ganz knapp. Mal sehen, 3, wie der VfB gegen Bochum spielt. Ja, und dann würde ich sagen, war's das für heute. Tschüss, euer Bricket 13 aus dem schönen Allgäu und bis zum nächsten Mal. Tschüss.